In Ordnung, jetzt ist ein ordentlicher Wachsklecks auf dem Brief. Wollen wir mal sehen, wie gut die Arbeit der Steinmetze wirklich war. Sieht ziemlich gut aus. Ich schätze mal, durch einen Tränenschleier hindurch wird man keinen Unterschied bemerken. Du wirst es nicht glauben. Schau mal, was ich draußen gefunden habe. Das, worauf du so lange gewartet hast. Ein Brief von Maximilian. Tatsächlich? Oh ja, hier ist sogar ein Siegel. Kennst du es vielleicht? Das ist seins! Das ist sein Siegel! Die unleserliche Handschrift, all die Rechtschreibfehler! Der Brief ist wirklich von ihm! Was schreibt er denn? Da war ein Sturm und er würde gern zurück zu mir, aber er kann nicht. Na, das erklärt doch alles. Ich muss gleich zu ihm. Oh, diese Freude! Wegen des Schilds. Oh ja, die fetten Oger haben ihn weggetragen. Sie leben in einer Höhle, hier ganz in der Nähe. Danke und viel Glück bei der Suche. Aber denk immer daran, der Weg ist das Ziel. Hey Gulliver, Zeit, tief Luft zu holen. Einfach fantastisch! Mit dieser Lunge werde ich Marathonrennen laufen können. Danke. Fehlt nur noch ein Herz. Ja. Eine Lunge hat das gute Stück schon mal. Ich habe aber keine Ahnung, wo ich ein Herz auftreiben soll. Hey, Gulliver. Ah, der Lebende. Ich muss weiter. Atmen, meinen Herzschlag spüren, solche Sachen. Lass dich nicht aufhalten. Hey, Chef. Ah, der Lebende. Die Orks haben aus meinem Freund einen Gewinn bei so einem blöden Kriegerwettkampf gemacht. Kennst du vielleicht einen Krieger? Mit Kämpferei kenne ich mich nicht aus. Ich war früher ein Gaukler, ein Harlekin. Frag mal Gulliver, der ist viel herumgekommen. Weißt du etwas über ein Kriegerset, das hier in der Nähe verborgen sein soll? Ja, schon. Es gehörte einem reisenden Ritter, der vor etwa einem Jahr hier in der Nähe gestorben ist. Und ich weiß auch, wer seinen Helm hat. Wer? Das soll ich gerade dir verraten? Du hast deine Freunde hintergangen. Vielleicht willst du dich mit dem Helm aus dem Staub machen? Ich will Wilbur befreien. Puh, du hast vermutlich noch nie etwas Selbstloses getan. Aber jetzt tue ich es. Beweise mir, dass du selbstlos handeln kannst. Bringe den Paladin dazu, mir zu verzeihen, damit dieser Balken verschwindet. Das wäre dann aber alles andere als selbstlos von mir. Ich würde dir nur helfen, damit du mir hilfst. Ich wäre bereit, darüber hinwegzusehen. Immerhin geht es hier um deine Charakterbildung. Ich muss weiter. Wiedersehen. Mach's gut. Und denke daran, wir Untoten sind eure Freunde. Streng riechende, tote Freunde. Mann in einem pinkfarbenen Outfit? Das ist falsch. Einfach falsch. Bist du ein Krieger? Nein, ich kann nicht kämpfen.
Bist du ein Heiler? Ich kann auch nicht richtig heilen. Dann bist du ein Paladin. Ach, was willst du? Kennst du noch gute Paladin-Witze? Warum sollte man Witze über uns machen? Wir sind heilige Kämpfer für das Licht. In Kleidern. Das ist ein Waffenrock. Sicher. Dir ist schon bekannt, dass Männer, die Kleider tragen, in der Regel... Nun ja... Was soll das heißen? Nur weil ich Kleider trage, Kosmetik benutze und allgemein auf mein Äußeres achte? Aha, es ist also doch ein Kleid. Der Mann von heute ist metrosexuell. Das war mir neu. Das heißt, dass mein Orden und ich uns aus dem Schlamm erhoben haben, in dem du und deinesgleichen euch noch suhlt. Wir sind kosmopolitisch, hip, modebewusst, achten auf unser Äußeres und verleumden nicht unsere feminine Seite. Wer es mag, Freak. Du bist doch ein Paladin. Ja. So mit Hammer, Schwert und Rüstung. Ja. Kennst du jemanden, der damit umgehen kann? Ein Krieger? Tut mir sehr leid. Mit solchen Barbaren gebe ich mich nicht ab. Wegen des Zombies, den du in den Büßerbalken gesteckt hast. Was ist mit dieser Made? Will er sich seinem Schicksal ergeben? Kommt er endlich raus? Dieser feige Zombie? Pah! Es tut ihm sehr leid, was er gemacht hat. Er möchte sich entschuldigen. Pah, lächerlich! Ich werde ihn in kleine Stücke zerschneiden und an die Fische verfüttern. Schön, aber könntest du ihm vorher vielleicht verzeihen? Du bist wohl zu lange im Zelt dieses rauchenden Büffels gewesen. Niemals werde ich so einem verzeihen. Wegen deines Streits mit dem Zombie. Damit hast du nichts zu tun. Das geht nur diesen Zombie... und mich etwas an. Ich muss los. Männerkram machen. Haha. Da bitte. Ein Spucknapf. Zu reizend. Ich höre dich. Da ist so ein Paladin und eine arme Seele, der er nicht verzeihen will. Gibt es nicht vielleicht eine Möglichkeit, wie man den Paladin dazu zwingen kann? Vergebung sollte vom Herzen kommen und nicht erzwungen werden. Aber wenn der Paladin nicht einmal zuhört? Mein Freund bereut aufrichtig, was er getan hat. Er will um Vergebung bitten, doch findet kein Gehör. Das ist nicht gut. Jeder verdient eine Chance auf seinen Seelenfrieden. Und der Paladin lässt nicht mit sich reden. Keine Chance. Dann können wir ihn dazu bringen, zuzuhören. Wie? Mit einer Voodoo-Puppe oder sowas? Voodoo? Alles fauler Zauber. Nein. Ich werde einen Trank des Schlafwandelns brauen. Wenn du als Erster davon trinkst und danach der Paladin, so kannst du seinen Körper für kurze Zeit übernehmen. Du kannst ihn zu deinem Freund laufen lassen und dort soll er sich die Entschuldigung anhören. Klingt wie Voodoo. Es ist kein Voodoo. Für den Trank brauche ich Haare des Paladin, eine Flüssigkeit seines Körpers, etwas von einem seiner Vorfahren und ein Stück seiner Kleidung. Aber ich brauche keine Puppe und keine Nadeln. Schon klar. Und wenn ich die Sachen besorge, brauchst du mir den Trank? So sei es. Ich muss mal raus. Irgendetwas stimmt hier drin mit der Luft nicht. Viel Glück auf deinen Reisen.
Möge das Gras zu deinen Hufen immer grün sein. Geht ein Pompom als Stück seiner Kleidung durch? Ein was? So ein Ding hier. So etwas zieht ihr Menschen an? Einige, wenige, fast niemand. Wenn der Paladin das einmal getragen hat, wird es gehen. Aber ich will dieses Ding nicht. Gib mir nur einige Fäden, behalte den Rest. Hallo, Prinzessin. Ja? Ich glaube, deinen Haaren tut das Warten hier draußen auch nicht gut. Was? Was? Ist es Spliss? Bitte lass es nicht Spliss sein! Die sind ziemlich staubig und verfilzt. Oh! Ja, so geht's. Was war das eben für ein Kamm? Kann ich mal sehen? Ja, wieso? Oh oh. Was? Hast du eine Ahnung, was so ein Kamm deinem Haar antut? Spliss! Bitte nicht Spliss! Schlimmer, siehst du hier? All die Haare? Der Kamm reißt dir die Haare aus. Oh nein, ich dachte immer, das wäre normal. Normal? Wie kann das normal sein? Schau doch, wie viele Haare das sind und wie wenige du nur noch auf dem Kopf hast. An einigen Stellen schimmert schon die Kopfhaut durch. Nick! Wenn ich du wäre, würde ich diesen Kamm nie wieder benutzen. Nimm ihn weg, er soll mir nichts tun. Also gut, ich steck ihn ein. Danke, oh, danke. Hallo, Prinzessin. Ja? Warum spuckst du jedes Mal, wenn wir über den Zombie reden? Allein seine Erwähnung lässt meine Galle steigen. Wessen Erwähnung? Die des Zombies. Nur beim Wort Zombie oder auch bei anderen? Nein, nur bei Zombie. Und wenn ich es sage? Was? Zombie. Dann nicht. Welches Wesen auf dieser Welt hast du am meisten? Nacktmulle. Und dann? Zombies. Kannst du mir bei meinem Kreuzworträtsel helfen? Gesucht wird ein untotes Wesen mit 6 Buchstaben. Zombie. Was? Zombie. Bambi? Aber Bambi hat nur 5 Buchstaben und ist gar nicht... Zombie! Bist du blöd? Ich wette, diesen Zungenbrecher bekommst du nicht hin. 12 Zombies zwitschern... zöllige Zombie-Zoten zum zwischenzeitlichen Zombie... Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Sag mal Zombie. Zombie. Danke. Das reicht. Genug von Zombies. Finde ich auch. Ich muss los. Männerkram machen. Am Boden hat sich ein kleiner Spuckesee gebildet. Das sollte reichen. Ein Banner. Das Zeichen darauf könnte das Wappen des Paladins sein. Es zeigt ein Schwert, einen Schild und... rote Slipper? Thank you.
Das sind immer noch Urnen mit Wappen, die... Hey, die eine Urne trägt das Wappen des Paladins. Das ist schön, es muss wohl sein. Aber ich nehme nur ein wenig von der Asche mit. Die Urne lasse ich hier, aus Respekt vor den Toten. Opa muss Raucher gewesen sein. Hier habe ich einen Kamm mit einigen Haaren des Paladins. Reichen die? Die riechen komisch. Aber das wird reichen. Spucke ist die einzige Flüssigkeit, die ich aus dem Körper des Paladins bekommen konnte und die ich angenommen hätte. Spucke ist ausgezeichnet. Hier ist etwas Asche von einem Vorfahren des Paladins. Funktioniert die? Wenn sie wirklich von einem Vorfahren des Paladins stammt, wird es gehen. Damit müsstest du alle Zutaten für den Trank haben, oder? So ist es. Tritt zurück. Der Trank des Schlafwandelns. Danke vielmals. Du musst nur einen Schluck davon trinken. Anschließend muss der Paladin den Rest austrinken. Paladinspucke, ein alter Pompom, pomadige Haare und die Überreste vom Opa. Das kann ja nur gut schmecken. Salzig, mit einem Hauch Minze? Das ist meine geheime Zutat. Besser als erwartet. Danke. Ich habe hier den leckersten Trank der Welt. Hast du zufällig Durst? Was ist das für ein Trank? Ein neu entwickelter Mana-Trank. Ja? Was ist so neu an ihm? Es ist ein Diät-Mana-Trank mit absolut 0 Kalorien. Tatsächlich? Das ist ja interessant. Es geht ja fast nicht so auf die Hüften wie Mana-Tränke. Viel zu süß. Und dann wird man ständig genötigt, einen großen zu nehmen, obwohl man eigentlich nur einen kleinen bräuchte. Und genau aus diesem Grund wurde dieser neue Mana-Trank entwickelt. Wie heißt der? Das wirst du nicht glauben. Mana-Trank Light. Wow! Da erkennt man schon am Namen, dass er nicht viele Kalorien hat. Also schön, gib her! Willst du ihn nicht trinken? Wieso? Ich habe schon seit Tagen nicht mehr gezaubert. Ich habe volles Mana. Ich dachte mir, jetzt, wo ich dir den neuen Mana-Trank geschenkt habe, könntest du mir vielleicht ein paar Stärkungs- und Schutzzauber verpassen? Buffs? Och nö. Ich hasse dieses ständige Gebuffe. Na komm schon. Du kannst dann ja auch gleich deinen neuen Mana-Trank ausprobieren. Ist doch ganz egal. 0 Kalorien. Ach, also gut. Welche Buffs willst du? SDR, SDK, SDW? Sowas kann ich nicht. Ach, was soll's. Ich gebe dir einfach alle. Ach, schrecklich. Danke für die Buffs. Kein Problem. Ich spüre schon, wie... Wow. Unheimlich. Ich bin er. Das ist abgefahren. Und das erste Mal, dass ich ein Kleid trage. Gar nicht so schlecht. Aber gut, keine Zeit zu verlieren.
Ich weiß nicht, wie lange die Wirkung des Tranks anhält. Und ich habe noch eine Entschuldigung zu akzeptieren. Zeit für die große Show. Er ist es! Er ist gekommen, um sich mein untotes Leben zu holen! Nein, ich bin hier, um mir anzuhören, was ihr zu sagen habt. Ich möchte mich entschuldigen. Es tut mir sehr leid, was ich eurer Schwester und euch angetan habe. Das ist, sehr schön. Also gut. Was? Verzeih! Du musst es sagen! Was? Was hast du mit mir gemacht, Teufel? Ich? Gar nichts, Du hast mich verhext! Ich? Also, ja, ganz recht. Ich habe dich verhext. Und ich werde es wieder tun, wenn du mich nicht von diesem Balken befreist. Du kannst mir nichts tun. Hier drin bin ich sicher. Aber ich werde dich finden. Und das nächste Mal lasse ich dich eine Klippe runterspringen. Oh. Ich lasse dich in eine Kneipe gehen und mit dicken Männern unflätige Lieder singen. Ich setze dich in Unterwäsche auf eine Couch und lasse dich Kartoffelchips essen. Oh. Also gut, du hast gewonnen. Ich verzeihe dir. Und hör auf, Untote zu jagen. Schlage nie wieder einem von uns einfach den Kopf ab. Lass uns in Ruhe. Was ist passiert? Einige kleine weiße Pilze. Keine Ahnung, ob man die essen kann. Kleine rote Steine und rötliche Erde. Sonst ist hier in diesen Breiten fast alles grau und schwarz. Zeit, dich zu deinem Körper zu bringen. Juhu! Könntest du mir vorher noch diese Raupe aus der Nase holen? Nein. Du warst es, oder? Du steckst hinter der Entschuldigung des Paladins. Das könnte man so sagen. Ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, aber du hast dir die Belohnung redlich verdient. Schlag ein! Später vielleicht. Der Helm des Kriegersets befindet sich in einer Mine hier ganz in der Nähe. Sie ist von Erdwichteln bevölkert. Seltsame kleine Kreaturen, diese Erdwichtel. Sie haben den Helm in ihre Mine gebracht und dort wird er noch immer sein. Danke sehr, es war mir wirklich ein Vergnügen. Kein schlechtes Gefühl, jemand anderem zu helfen und sich für ihn zu freuen, oder? Könnte man so sagen. Schaut mal, was ich hier habe. Körper! Oh! Ja, noch ein Stück. Da kommt zusammen, was zusammengehört. Das ist toll! Aber was war das für ein Totenschädel? Er hat sich um deinen Körper gekümmert, während du weg warst. Das war aber nett von... Oh, hallo. Ich
bin Gulliver. Nate, ich brauche meinen Körper ganz dringend. Ich will es nicht hören. Bring meinen Körper zum Laufen. Dann verrate ich dir nicht nur den Aufbewahrungsort des Schwertes, ich schenke dir auch noch eine Rüstung. Wie aufmerksam. Du hast mir noch ein viel größeres Geschenk gemacht. Hey, Gulliver. Der Lebende. Hey, Gulliver. Der Lebende. Hier in dieser Einöde gibt es einfach nichts, was als Herz funktionieren könnte. Dann musst du weitersuchen. Mein Körper braucht unbedingt ein Herz. Da? Oh, Liebste. Hallo. Mal wieder zurück auf den Boden der wissenschaftlichen Tatsachen. Das runzlige Ding da ist tot. Sprich nicht so über das Herz meiner Liebsten. Es wird schon wieder schlagen, wenn wir meinen Körper unter Strom setzen. Gut gemacht. Komm, lass uns die Antenne aufbauen. Pizza. Hey, Gulliver. Der Lebende. Was genau soll hier jetzt eurer Meinung nach geschehen? In die Antenne wird ein Blitz einschlagen und der Stromschlag sorgt dafür, dass mein Körper lebendig wird. Mein Schnucki ist ein Genie. Wie könnte man das anzweifeln? Sieht nur nicht nach einem Gewitter aus. Wir können warten. Aber Wilbur nicht. Kannst du mir nicht einfach sagen, wo das Schwert versteckt ist? Bitte. Tut mir leid. Der Blitzschlag war eindeutig Teil unserer Abmachung. Lass es blitzen, dann helfe ich dir weiter. Ja klar, nichts leichter als das. Ich muss weiter. Atmen, meinen Herzschlag spüren, solche Sachen. Lass dich nicht aufhalten. Ich höre dich. Der Tank des Schlafwandelns hat hervorragend funktioniert. Hat er sich entschuldigt? Yep. Das ist gut. Zumindest ein Problem ist also gelöst. Ja, aber bis ich Wilbur befreit habe, ist es noch ein langer Weg, schätze ich. Ich spreche nicht von dir oder deinem Freund. Ich spreche von wichtigen Problemen. Beunruhigenden Problemen. Und zwar? Meine Pilze sind alle. Pilze? Die Geisterpilze. Wenn ich sie rauche, kann ich mit meinen Vorfahren in Kontakt treten. Das möchte ich wetten. Kannst du nicht welche besorgen? Vielleicht. Was bekomme ich dafür? Aber ich habe dir mit dem Trank des Schlafwandelns geholfen. Und das war sehr nett von dir. Besorge mir die Pilze oder ich werde dir nicht mehr helfen. Vielleicht brauche ich deine Hilfe ja gar nicht mehr. Vielleicht. Aber schon. Mal schauen. Die Blüten sind zerrieben. Übrig geblieben ist eine sattblaue, dickflüssige Paste. Okay, ich fülle die Erde in den Mörser. Und nun mit Kraft und Spucke. Aus der roten Erde mit den kleinen Steinen ist ein feines, rotes Pulver geworden. Gelb und Blau ergeben Grün. Du
Hey, Chef. Ah, der Lebende. Hast du einen Schimmer, wo ich Geisterpilze finden kann? Da wirst du hier kein Glück haben, tut mir leid. Aber der Taurenschamane meinte, er hätte seine Pilze aus der Gruft hier. Das stimmt auch. Aber er ist zu gierig geworden. Früher hat er sich einen Pilz in der Woche geholt. Zuletzt waren es 5 am Tag. Die Pilze sind abgeerntet. Es wird noch 1-2 Monate dauern, bis neue gewachsen sind. Das heißt, hier in der gesamten Gruft ist kein einziger Geisterpilz mehr zu finden? Tut mir leid. Dann habe ich ein Problem. Hast du einen Schimmer, wo ich Geisterpilze finden kann? Da wirst du hier kein Glück haben, tut mir leid. Aber der Taurenschamane meinte, er hätte seine Pilze aus der Gruft hier. Das stimmt auch. Aber er ist zu gierig. Die Pilze sind... Das heißt, hier in der... Tut mir leid. Dann habe ich ein... Ich muss weiter. Wiedersehen. Mach's gut. Und denke daran, wir Untoten sind eure Freunde. Streng riechende, tote Freunde. Na gut, ich kippe das Pulver an den Rand des Tränensees. Noch ein wenig umrühren und schon haben wir eine dickflüssige rote Farbe. Rot und Blau ergeben Lila. Ich habe die Pilze komplett lila angemalt. Als Geisterpilze gehen sie aber noch nicht durch. Es fehlen die grünen Flecken und der modrige Geruch. In Ordnung, damit habe ich wunderschöne lila Pilze mit grünen Punkten. Ihr kennt euch doch mit unangenehmen Gerüchen aus. Na klar! Habt ihr eine Idee, wie ich diese Pilze modrig und faul stinken lassen kann? Riech jetzt mal! Das wird reichen, danke. Gern geschehen. Schau mal, Geisterpilze. Ah, hervorragend. Und was für ein kräftiges Aroma sie haben. Ich höre dich. Ein Blitz muss in die Antenne bei der Gruft einschlagen. Könntest du als Regenmacher nicht für das entsprechende Wetter sorgen? Ich kann für Regen sorgen, natürlich. Aber Blitze, das ist eine andere Sache. Wieso? Es ist ein anderer Tanz. Sehr schwierig, sehr anstrengend. Dafür bin ich zu alt. Kannst du mir den Tanz beibringen? Du hast mir die Pilze besorgt. Also werde ich dir helfen. Hier stehen die Tanzschritte drauf. Du kannst gern dein Glück versuchen. Und wenn ich diesen Tanz richtig tanze, sind die Götter wohlwollend und sorgen fürs richtige Wetter? Nein. Der Tanz ist eine Beleidigung für die Götter. Die werden versuchen, dich aufzuhalten und Blitze nach dir schleudern. Toll. Das ist doch genau das, was du wolltest. Und nun entschuldige mich bitte. Ich will die neuen Blitze versuchen. Okay. Bis dann. Möge der Wind dir gewogen sein.